Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Adventure Map. Leute, die mich länger abonniert haben und damit meine ich so Leute vor 13.000 Abonnenten ungefähr, wissen, dass ich auch mal Adventure Maps gespielt habe. Und diese habe ich aus dem Minecraft-Forum. Der Link müsste auch unten in der Beschreibung sein. Und sie heißt Tropical irgendwas, da stand da gerade auch. Willkommen in Tropical Paradise. Und die sah richtig gut aus und die werde ich jetzt auf jeden Fall mal spielen. Also geht's los. Spielanweisung. Spiel in Adventure-Modus mache ich. Glaube ich. Die Schwierigkeitsstufe stellt sich automatisch ein. Der Spawnpoint setzt sich auch automatisch. Der Anfang musst du die Bücher und Schilder lesen, okay? Danach bekommst du fast alles im Chat eingeblendet. Okay. Das Level-System dient auch als Rangsystem. Okay. Beta-Tester-Rekord. Okay, keine Ahnung. Es gibt kleine und einfache Villager-Jobs. Zerschmeißt auch die Erfahrungsfläche. Okay. Und Leute, ihr seht schon, ich habe einen Shader drin. Seht ihr es? Ihr seht's. Ihr seht's. Es sieht schön aus. Durchgehen. Was steht hier noch? Geh hindurch und erlebe ein Riesenabenteuer. Und was steht da? Ich habe auch Optifine drin. Tor der Abenteuer. Hat mir alles der Nico geholfen zu installieren. Toll, ne? Willkommen bei Tutorial. Hier werden dir kleine Tipps gegeben, um in deiner Map weiterzukommen. Klicke auf den Knopf. Welcher Knopf? Warte. Was mit denen da? Der ist groß. Oh Gott. Villager handeln. Mit den Pfeilen links und rechts kannst du durch die Items gehen. Einige Villager haben mehrere Items im Angebot. In die beiden Fächer kannst du die Währung, kannst du die Währung legen, um zu bezahlen. Klick auf den Knopf, um fortzufahren. Ich möchte bezahlen. Was hast du für mich? Erfahrungsfläschchen. Meins. Haha, alles meins. Guck mal, ich habe Erfahrung. Oh, ich dachte schon, ich lerne es irgendwie ins Nichts. Weiter. Nimm nun das Buch und lies es. Danach klick auf den Knopf. Buch, Tutorial. Hier wird im Spiel ein Text stehen. Klick auf den Pfeil. Ernsthaft, die erklären mir jetzt noch Pfeile? Weiter zu lesen. Jetzt kannst du den Knopf drücken. Ernsthaft! Nimm nun das Buch, also. Um nun mit dem Spiel anzufangen, schließ mit einem Pfeil auf den Goldblock. Schieß, nicht schließ, aber ist okay. Ich kann sowas auch nicht. Hab ich getroffen? Ha! Optifine ist richtig cool. Oh Gott, es ist so hell. Bin ich blind, Mutter? Nein, okay. Oh, Eisenschwerter, gebratener Fisch und Anweisungen und so weiter. Lesen wir zuerst, Anweisung 1. Spieler! Bei dem Zusammenstoß mit dem Riff habe ich wohl den Kopf. Ich bin Spieler. Bei dem Zusammenstoß mit dem Riff habe ich mir wohl den Kopf angestoßen. Au! Und bin ohnmächtig geworden. Am besten, ich rede mal mit dem Kapitän oben im Steuerraum. So rede ich nicht. Reisetagebuch. Die See ist ruhig und das Wetter wunderbar. Der Kapitän sagt, dass unsere Reise nur 2 Wochen dauern würde. Die Mannschaft feiert heute und die Stimmung ist sehr gut am Tag 2. Tag 3, ein Unwetter zwingt uns, unseren Kurs um einige Kilometer zu ändern. Tag 4, das Unwetter hat uns eingeholt. Die Wellen sind haushoch. Tag 5. Punkt, Punkt, Punkt. Wenigstens habe ich Fisch und ich finde, einen Moment, ich finde den Sound sehr laut. Also mache ich ihn jetzt leiser. Und ich wurde angeschrieben. Yay, ignorieren. Woo! Und ich wurde nochmal angeschrieben. Yay, ignorieren, bitte. Oder warte mal. So. Das schneide ich wohl raus. Kann sein. Steuerraum. Und was geht da? Wo geht's da hin? Frachtdeck, Maschinenraum. Gehen wir erst in den Steuerraum. Wir suchen ja den Kapitän. Dann müsste er im Steuerraum sein, oder? Steuerraum. Wo geht's da hin? Oh, guck mal, der Shader ist doch nicht schön. Steuerraum, immer noch. Steuerrad. Oh mein Gott! Ich muss das Steuer übernehmen! Oder so. Logbuch. Tag 1, keine Vorkommnisse. Tag 2, keine Vorkommnisse. Tag 3. Ein Unwetter zwingt uns, unseren Kurs um einige Kilometer zu ändern. Tag 4, das Funkgerät und die Navigation sind ausgefallen. Das Unwetter hat uns eingeholt. Tag 5, wir sind auf ein Riff aufgelaufen und haben Leck geschlagen. Die Mannschaft und ich gehen auf die Insel, um Material zu besorgen. Warum sagt es mir keiner Bescheid? Ich habe wieder alles verschlafen. Oh, ist das schön. Guckt mal. Die Anweisungen. Spieler. Ach, das bin ich. Weil, nee, das habe ich schon gelesen. Was fehlt denn da noch? Anweisung 2. Der Kapitän hat wohl in der Eile vergessen, den Motor auszuschalten. Wir brauchen den Treibstoff noch, um von hier wieder wegzukommen. Ich gehe in den Maschinenraum und schalte den Motor ab. Ich bin ein Held. Ich nehme schon mal mein Eisenschwert. Oh Gott, ist das schön. Schaut euch das an. Ach, ja. Herrlich. Herrliches Wetter und eine herrliche Insel, aber die sehen wir später. Da 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 Maschinenraum. Und ich häng fest. Ich bin fett. Hat jemand gesagt. Maschinenraum. Emeralds. Das Getriebe. Es ist so laut. Lautes Getriebe? Ich bin's, Dani. Ich werde dich ausstellen.
Oh Mann, Tanks im Maschinenraum. Gluck, 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 gluck. Erfahrungsfläschchen. Ich muss überleben. Brauche Luft zum Überleben. Bin kein Fisch. Erfahrungsfläschchen. Wir müssen da durchtauchen, Leute. Wir müssen es schaffen. Oh Gott. Alles überflutet. Schnell ausstellen. Notausschalter. Ich denke, das sollten wir machen. Anweisung 3. Ich lege mal die anderen Sachen da rein. Anweisung 3. Die Maschine ist nun erstmal abgeschaltet. Die Mannschaft ist erstmal eliminiert! Ich gehe auf die Insel, um der Mannschaft zu helfen. Ich kann nicht lesen heute. Ich meine, es ist doch erst Mitternacht. Oh, gluck, gluck, gluck. Ich kann so tolle Ertrinkungsgeräusche machen. Vor allem, weil ich auch gerade ertrunken bin. Boah, wie schön ruhig das jetzt auf einmal ist. Wir dürfen auf die Insel, wir dürfen auf die Insel, da, 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 die Insel. Ist hier noch irgendwo was versteckt? Ich würde hier noch irgendwas verstecken, wenn ich so Map-Erfinder wäre. Heißt das Map-Erfinder, das heißt Map-Gestalter? Nein, das heißt Map-Ersteller. Ich hab's gelöst. Dieses Rätsel der Menschheit. Hajo! Oh, das ist das Riff. Seht ihr? So sehen Riffe aus. Nichts als Steine. Alles nur Fake, was ihr im Fernsehen seht. Die sind gar nicht schön mit Korallen bedeckt. Ich habe irgendwie angehört für Goofy. Ahö, ahö. Ganz ehrlich, ich bringe die Stimmung nicht rüber. Ich bringe die Stimmung einfach nicht rüber. Ich bin ein schlechter Mensch. Sollte mehr Lost Island Stimmung sein. Weiß nicht, hier noch irgendwo Zombie. Oh, nicht untergehen. Bitte. Oh Gott, ich bin zu blöd, da hochzukommen. So viel zum Thema, ich bringe die Stimmung nicht rüber. Wartet, wartet. Ich hab das gleich. Komm ich da hoch? Vielleicht komme ich da gar nicht hoch. Ich schwimme außen rum. Alles gut. Wir tun einfach so, als wäre ich auf den Steg gekommen und da ist eine Kiste. Habe ich genau gesehen. Und mit einem Erfahrungsfläschchen. Ein Lagerfeuer. So, warte, wir tun jetzt so, als wäre ich da hochgekommen. Ha! Da, da, da. Was sollte ich nicht so oft rennen? Ein Bett. Oh nein! Es hat wohl einen Kurzschluss gegeben. Wie sollen wir jetzt nur von dieser Insel kommen? Ich durchsuche am besten diese Höhle. Alter, ist das Schiff gerade explodiert? Boah, wie dunkel es hier drin einfach ist. Ja, Kurzschluss. Fische, ganz viele Fische und Fishing-Angeln. Wir nehmen mal zwei... Was nehme ich? Zwei Angeln mit? Ach, egal. Boah, der Shader ist hier drin aber schlimm. Hell, dunkel, hell, dunkel. Das ist in jedem Haus jetzt wahrscheinlich, ne? Fischerdorf und Anweisungen. Wenigstens werde ich nicht verhungern, fürs Erste. Wir wissen alle, dass ich noch oft genug failen werde und verhungern werde. Ich gehe mal wieder raus, da ist es schöner. Ich sagte, da ist es schön. Ich sagte... okay, jetzt ist es wirklich dunkel. Anweisung 4. In diesem Buch stand, dass die Mannschaft in den Dschungel gegangen ist. Ich folge ihnen. Ich hätte das erste Buch lesen sollen. Fischerdorf. Kapitän, wir hätten diese Hütte hier Wir haben diese Hütten hier vorgefunden. Sie sind alle verlassen. Wie es jedoch scheint, haben hier noch vor kurzem Menschen gelebt. Wir machen uns auf in den Dschungel, um Material zu suchen. Für die Reparatur. Es war dunkel. Ich werde ihnen folgen. Ich habe ein Eisenschwert. Oh mein Gott. Jetzt ist es wieder Oh Gott. Ja, Kurzschluss, bla bla bla. Vorsicht, wilde Tiere, bleib auf dem Weg. Okay, ich hab Angst. Mami, wilde Tiere. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel, aber es geht ja noch, oder? Ich finde den Shader so schön, es muss gehen. Was ist das hier? Eingeborenendorf. Fischerdorf. Und wo geht's dahin? Fragezeichen. Gehen wir in das Eingeborenendorf. Was ist hier nur geschehen? Alle Dorfbewohner sind tot. Oh Gott! Ich kann nicht in Ruhe lesen! Oh Gott, 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 oh Gott. Die sind alle tot und zu Skeletten geworden. Ihr müsst mehr essen, Leute. Hättet ihr auch Fische vom Fischerdorf leihen können? Okay, ein brennendes Skelett. Noch schöner. Bitte zünde nichts an. Ich brauch das noch. So. Da ist noch einer. Wollen die mich verarschen? Ich hoffe, die werden nicht immer gespawnt, wenn jemand da drüber läuft. Sonst fühle ich mich wirklich verarscht. So, den noch töten. Und jetzt können wir endlich lesen. So, zum dritten Mal. Was ist hier nur geschehen? Alle Dorfbewohner sind tot. Ich muss vorsichtig sein. Hätte mir jemand vorher sagen können, wieso habe ich jetzt Pfeil und Bogen? Naja, Pfeil und Bogen. So. Reicht fürs Erste. Brauche ich nicht. Hühnchen nehme ich mit. Wasserflaschen nehme ich mit. Das nehme ich mal mit. Man weiß ja nie, für was man sowas braucht. Immer noch tote Menschen. Ich sehe tote Menschen. Oh mein Gott. Ist hier noch was drin in diesen Häuschen? Nein, da ist nichts. Und hier geht es hier irgendwo lang? Zu einer Kiste mit Erfahrungsfläschchen. Ist mir gerade schwindelig, oder sind das... Das sind die Bäume, die sich bewegen. Oh Gott. Ich hatte schon, ich habe jetzt so einen Trunkeneffekt. Aber ich wüsste auch gar nicht, wieso.
Es hätte ja angezeigt werden müssen im Chat. Oh, was ist hier nun schon wieder geschehen? Es sind immer noch alle tot. Ich muss wohl vorsichtig sein. Gehen wir hier mal durch Fragezeichen in Richtung Fragezeichen. Okay, hier ist es hell. Das ist wahrscheinlich das Fragezeichen. Und da ist ein Knopf. Mensch, ist der gut versteckt. Au! Ich bin zu blöd für sowas. Oh Gott, schnell beeilen! Das Licht! Folge den Licht, Dani! Folge den Licht! Oh Mann. Abwärts. Hui! Geht's nur abwärts? Okay, dann abwärts. Hui! Au! Hui! Perfekt. Ich hab sogar eine Fackel bekommen. 4 Stück. Etage. Etagen. U1, Fahrzeuge. U2, Arbeiter. U3, Versorgung. Au! Der Fahrstuhl war wohl kaputt. Wo bin ich hier? Was ist das für ein Ort? Das muss eine unterirdische Basis sein. Ich muss hier wieder rauskommen. Zombies. Super! Treppenhaus. Oh Gott, ich krieg hier Paranoia. Knöpfchen? Kein Knöpfchen. Kein Knöpfchen. Zombies. Böse Zombies. Türöffner. Gleich kommen Zombies. Retten. Gefängnis. Ich will jetzt nicht ins Gefängnis. Nee, komm, wir gehen erstmal weiter. Kraftwerk. Oh Gott, ich weiß nicht wohin. Nein, das sind solche Maps, wo ich die Wahl habe. Schrecklich sowas. Ich möchte geführt werden. Passiert was? Nee, okay. Wollen wir erst ins Gefängnis, Leute? Aber es ist das Gefängnis. Ihr wisst schon, da wo die Gefangenen sind, die uns böse Sachen tun wollen. Ich werde niemanden rauslassen. Außer den hier, weil er eine Kiste hat. Oh Gott, Eisenschwerter. Fackeln. Der Zellenblock. Der Zellenblock. Diese Schiffsbesatzung, die wir an der Oberfläche gefunden haben, wurden in die Forschungsabteilung gebracht. Als sie wieder kamen, waren sie nicht dieselben. Die Forschungsabteilung haben sie echt nicht mehr alle. Okay, sie wurden alle in Zombies verwandelt. Ich hab's verstanden. Oh, ich hab Licht angemacht. Die Mannschaft muss in muss hier irgendwo sein. Oh nein, die Zellen sind offen. Was sind das für Kreaturen? Ah! Lichteinstall, Lichtzellen, Lichtwachraum, Zellen öffnen. Habe ich jetzt Licht gemacht? Ich möchte gerne Licht gemacht haben. Oh fuck, ey. Ist das aus der Mannschaft geworden? Meine Mannschaftskumpan. Oh Gott, es ist so schwer gerade zu kämpfen. Ich glaube, ich mache hier unten aber mal den Shader aus. Weil es sieht schön aus mit Shader, aber ohne Shader kann ich mehr sehen. So. Nur, Alter. Jetzt komm jetzt mal hier. Jetzt bitte. Ich bitte dich. Ich bitte dich um deine Mithilfe hier ein bisschen. Lassen wir mal einen nach den anderen rein. Ich hoffe, die werden nicht immer neu respawned. Komm rein. Komm rein. Nächster. Der nächste, bitte. Der nächste. So ein braver Zombie. Ey, es ist wirklich endlos. Hat er nur eine Unterhose an? Oh Gott! Nächster. Ist noch einer da? Oh Gott, natürlich ist noch einer da. Ich habe wirklich das Gefühl, es sind endlos viele. So, komm her. Ey, bitte, es muss doch enden. Hallo? Okay, der ist noch da. Oh Gott, nicht töten, nicht töten, nicht töten, nicht töten. Oh Gott, noch einer. Oh, bitte, hör auf. Die respawnen immer. Scheiße, ich bin so am Arsch. Kann ich hier Fackeln setzen? Bitte. Bitte lass das geholfen haben. Ihr blöden Spinnen. Oh Gott, sind das viele. Wie viele sind das bitte? Oh fuck. Oh Gott. Nein, 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 bitte nicht sterben. Das Traurige ist, dass ich jetzt schon überfordert bin. Merkt ihr das? Oh nein, der tötet mich. Ich wollte doch nur was essen. Ich wollte doch nur was essen. Muss ich hier in den Zellenblocks bleiben? Was denkt ihr? Ich habe Angst, ja, aber ich hoffe... Oh Gott, nein. Nee, ich glaube, hier kommen immer nur mehr... Da hinten ist noch eine Truhe, die merken wir uns. Hoffe ich. Oh Gott, geh weg. Geh weg. Oh, geht doch einfach weg. Geht doch weg, wo ist eine Schaufel her?
Wo ist denn bitte eine Schaufel her? Bist du mit Schaufel gespawnt? Kann ich irgendwie zumachen? Oh, Gott sei Dank. Verdammt. Ich muss immer was essen oder so. Roher Fisch ist, glaube ich, besser als rohes Hühnchen. Weil ich habe Angst, jetzt noch an Vergiftung zu sterben. Das wäre es jetzt noch. Das wäre so das typische Dani-Glück. Gehen wir mal hier hin. Das muss ein Kraftwerk sein. Ich schalte es an, um in diese Anlage weiteren Licht zu haben. Generator starten. Haha, ich habe Licht. Da geht es runter. Perfekt. Es verdunstet das Wasser und hier ist eine Kiste. Die Mannschaft muss hier irgendwo sein. Wahrscheinlich sind gerade wieder Zombies drüber gelaufen, oder? Irgendwie so. Das ist hier alles voller Lava. Hier kann ich also nichts mehr machen, wirklich. Aber dafür müsste ich jetzt überall Licht und alles haben. Ja, muss das Kraftwerk sein. Habe ich jetzt auch in den Zellenblöcken Licht? Ich guck noch mal ganz kurz. Ja. Was hast du denn für einen coolen Helm auf? Sieht ja schick aus. So, jetzt kommt her. Jetzt vernichte ich euch. Ich schwöre dir, ich vernichte dich. Oh Mann. Ich habe Angst, was passiert, wenn ich sterbe. Dann fange ich wahrscheinlich wieder im Schiff an. Und hier ist eine Kiste. Das hat sich ja gelohnt. Mensch, Dani. Dafür hast du dein Leben riskiert. Hat sich ja richtig gelohnt. Aber hey, immerhin hast du 13 Gehirne. Immerhin mehr als ein Gehirn, was du sonst hast. Yay, Gehirne. Es ist ein bisschen nervig, dass es sich andauernd so einschaltet nach dem Motto so, hier ist mehr, hier ist mehr, hier ist noch was. Jetzt müsste es hier weitergehen. Oh. Oh Gott. Okay, hier ist Glas. Ich dachte gerade schon, so muss ich jetzt über die Lava springen. Lagerraum. Schalter. Oh fuck. Hey, Mannschaft, Zombies, was auch immer. Oh Gott. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Nicht töten, nicht töten. Nichts töti. Oh Mann, ich brauche mehr Essen. Und zwar sehr dringend. Ich kann nicht nur Gehirne essen. Wie sehe ich denn aus? Wie jemand, der intelligent ist? Und eine Erfahrungsfläche. Muss ich dafür springen? Oder für was? Das war klar. Ganz ehrlich, wem das nicht klar war, dass ich hier in Jump 1 faile, der guckt mich noch nicht ziemlich lang. Wo muss ich denn hinspringen? Für was? Nur für die Kiste. Die konnte ich von da unten nehmen. Ja, das sehe ich jetzt gar nicht ein. Wie komme ich hier wieder raus? So nicht. Das macht nur Licht aus. Hä, wo muss ich denn hin? Geht es da noch weiter? Da gibt es wahrscheinlich noch mehr als die Kiste. Ich muss mal das Hühnchen essen, nicht, dass ich jetzt eine Vergiftung erleide. Das wäre scheiße. Und ich erleide eine Vergiftung! Mensch! Dani! Kannst du voraussehen? Hä? Hä? Komm ich da hoch? Ja, easy. Easy, Bruder, easy. Oh mein Gott. Ich bin so schlecht in Jump'n'Run, dass ich mich wirklich konzentrieren muss gerade. Das ist traurig. Das ist sehr traurig, dass ich gerade so gefailt habe. Ich habe doch nichts mehr zu essen. Es ist zu wenig zu essen für schlechte Leute. Und ich bin schlecht, verdammt. Warte mal ganz kurz, kann ich mir Game Mode geben? Ja, kann ich. Ich will mir nur ein bisschen Essen nehmen, alles gut. Damit ich regeneriere. Was ist ein Adventure Mode? Adventure Mode ist 2? Kann das sein? Ich glaube, es ist 2. Wenn nicht, tut es mir leid. Ich bin dumm. Ich bin Dani. Verdammt. Das müsst ihr kapieren. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass ich mehr Maps spiele. Dann spiele ich mehr Maps. Nein, Dani. Ernsthaft, du bist so intelligent. Ja, ich weich. Oh Mann, das hat sogar gut geklappt. Und da ist ein Schalterchen. Hallo Schalterchen. Ich nenne dich Schalterchen, weil du ein Schalterchen bist. Komm ich da hin? Und Schalterchen. Alter, drück den Schalter. Kann ich gerade den Schalter nicht drücken? Ernsthaft? Ich kann gerade Geist bewegen. Scheiße. Mal nach unten fallen. Ich habe den falschen Game Mode genommen. Das ist auch Game Mode 3, oder? Game Mode 3? Oder muss ich Game Mode 0? Ich weiß es nicht. Ich versuch's jetzt nochmal.
Ich weiß, es ist gerade wahrscheinlich langweilig, Dani beim Cheaten zuzusehen, aber hey, ich bin Dani. Hi. Jetzt nochmal. Ich hab's ja eigentlich, also das Jump'n'Run habe ich ja geschafft. Es lag ja nicht an mir, dass ich fast verhungert wäre. Also wahrscheinlich doch, aber hey. Ausreden. Dani ist gut in Ausreden. Hä, ich verstehe das nicht. Doch, jetzt kann ich was drücken. Ich war einfach nur zu blöd wahrscheinlich. Wahrscheinlich hätte ich auch sowas drücken können. Nur ich konnte nichts drücken, während ich Shift gedrückt habe. Wetten? Irgendwie so. Aber dann würde ich sagen, das war auch die erste Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, wenn euch gef... Jetzt diese ganzen Floskeln, ey. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und sagt mir, was mit der Mannschaft passiert ist. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.